Meine lieben Untertanen und Innen, willkommen zurück bei Sid Meier's Civilization 5. Ich bin Attila und ich werde diese Welt erobern. Ja, okay, ich muss zugestehen, das habe ich jetzt schon mal gespielt, circa eine Viertel oder eine halbe Stunde, weil danach ist mir das Spiel irgendwie abgestürzt. Weiß nicht warum, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich jetzt die nächste Viertelstunde, ja, weiß nicht, ob dann das gleiche passiert wie das letzte Mal. Sowas hatte ich noch nicht. Aber mal schauen. Also, was haben wir denn das letzte Mal gemacht? Wir haben, die Irokesen angegriffen und auch vernichtet. Das war unsere letzte Handlung. Wir haben auch Niederlande und China schon erobert und wir haben hier eine Stadt gegründet. So. Und in dieser Viertel- und halben Stunde habe ich lange philosophiert, wer denn mein nächstes Ziel ist. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich nicht weiß, wen ich angreife. Dass ich mal ruhig vor mich hinbrettere, ein bisschen Friedenszeit habe und mich dann erst später entscheide, wer denn mein Ziel ist. Weil alle drei hier sind ziemliche, ich sag mal, schwer einzunehmen. Montezuma wegen seiner schieren Größe. Na, schier. Sind halt 5 Städte. Aber wird halt schwer einzunehmen. Hier Ägypten. Nicht weil sie stark sind, sondern weil sie hier viele Verbündete haben. Jerewan, Genf, Kapstadt und Byblos. Da kann ich nicht von hier einfach durchmarschieren. Und Russland, weil sie eigentlich die zweitstärkste Macht sind. Die wird es schwer einzunehmen sein. Spanien wäre jetzt nicht so schwer, aber die sind halt noch weiter weg als die anderen drei. Die könnte ich praktisch nur mit Seeschlacht vielleicht einnehmen, aber auf das habe ich mich nicht konzentriert. So. Was habe ich denn dann gemacht? Ja, ich habe in dieser Runde aufgehört, wo ich Grand River oder Grand River eingenommen habe. Das heißt, nächste Runde. Genau. Die wollten Spanien angreifen. Aber ich habe ja schon gesagt, die sind zu weit von mir entfernt. Deswegen habe ich kein Interesse daran. So, und was jetzt wahrscheinlich passiert, was mit aller Wahrscheinlichkeit passiert, ist, dass dieses Barbarenlager meine Karawane angreift. So, heilen, du schlafst noch, Bereitschaft, Bereitschaft, Bereitschaft. Oh, der hätte einen aufgestuft können. So. Weil da diese wahrscheinlich geplündert wird, gehen wir mal hierher. Nächste Runde. Ja, offene Grenzen. Ja, wir haben das meiste Gold mit Abstand. Wir haben mehr. Warte mal. 5, 800, 900. Ja, sagen wir. Sie haben all zusammen 1100. Und das ist schon wirklich gut geschätzt. Dann haben wir fast das Dreifache am Gold von allen anderen zusammen. So. Was können wir denn noch machen? Gar nichts, oder? Nee. Ja gut, dann warten wir. Genau. Da wollte er Kohle. Das kann ich nicht zulassen, deswegen sagen wir mal 3 und 10 Gold. Geht nicht. Okay, das letzte Mal habe ich einfach versucht mit 4 Gold. Das funktioniert mit 4 Gold. Auf das lässt es sich ein. Weil die Kohle möchte ich nicht abgeben. Da gebe ich doch lieber das Gold her, von dem ich eh mehr als genug produziere.
Handelsweg geplündert, da haben wir es schon. Das könnte ja auch diese sein. Werde ich dann schauen, sobald mein Ritter da ist. Aber da haben wir es ja schon. Na gut, das ist aber nicht meiner. Das klingt ein Missionar. Und Montezuma hat Isabella den Krieg erklärt. Also bis jetzt läuft noch alles identisch wie beim vorigen Mal. So. Genau. Ihr könnt schon mal nach Rotterdam gehen. So. Einnehmen. So, und geben wir sie zurück. Mal nichts tun. Weil wenn ich jetzt auf Bereitschaft drücke, dann vergesse ich, dass ich die habe. So, Attilas Hof, da habe ich dann Big Ben angefangen zu bauen. Sollte eigentlich 22 Runden dauern, aber durch Archimedes, bam, dauert es nur noch eine Runde. So. Und dann habe ich den Fehler gemacht, beim letzten Mal, dass ich hier Gebäude nach Gebäude gebaut habe. Wäre jetzt zwar nicht schlecht, aber, dadurch, dass ich nächste Runde Big Ben, fertig habe, würden mich die Gebäude weniger kosten, um 15% oder so. Deswegen kaufe ich es diese Runde noch nicht. Da baue ich halt jetzt mal eine Wassermühle. So. Und was ich noch gemacht habe, da ich gesehen habe, dass ich keine Karawane mehr habe. Oder warte, da warte ich jetzt auch noch die eine Runde. Damit auch das verbilligt ist. So. Gut, diese Papanlage ist schon weg. Hatten wahrscheinlich die Ägypter weggemoscht. So, dann greife ich mal die Papan hier an. Vatikanstaat. Wie sieht's denn aus? Wie viel Einfluss bräuchte ich noch, um verbündet zu werden? 38. Ich habe noch gar kein Schussversprechen bei denen. Byblos auch nicht. Ey, ich habe bei fast keinen Schussversprechen, hä? Okay. So, nächste. Und Papanlage. Ah, jetzt ist das dort aufgetaucht. Das letzte Mal ist es nämlich hier aufgetaucht. Irgendwo. Also im Süden von mir. Ägypten hat extrem viele Verbündete, wie ich sehe. Die könnten Weltherrscher, Sieg anstreben. So, und jetzt. Ja, erstmal Produktion. Und da habe ich. Genau, die Bank. So, und wo habe ich jetzt noch eins gesehen? Hier oben. Gehen wir mal dorthin. Und jetzt Utrecht. Weiß ich gar nicht, ob das verbilligt wurde. Weiß nicht, wie viel es vorher gekostet hatte. Naja, auf jeden Fall sagen wir mal, 4 Karawanen kaufen wir uns. Und in La Coruna. Das hat sich, glaube ich, verbilligt. Bibliothek. Ja, vielleicht auch nicht. Und auf jeden Fall Universität. So. Nächste Runde. Ja, das ist mir egal. Genau, den Satz hat. Warte mal. Okay, das hat sie das letzte Mal nicht gesagt, sondern sie hat irgendwas von das Oberhaupt eines Stadtstaates. Also sie freut sich, das Oberhaupt eines Stadtstaates zu sehen.
Und das hat mich total verwirrt, weil weder ich noch sie sind Oberhaupt irgendeines Stadtstaates. Aber jetzt, ja, sieht man einfach nur, dass sie angepisst auf uns ist. Big Ben für Ile Ife gebaut. Wie sieht es denn mit Ile Ife aus? Ah, jetzt sind wir Verbündete. Vielleicht hat sie ja das gemeint. Egal. Einheitlich benötigt Befehle. Okay. Da haben wir sie mal nach Barcelona geschickt. Und dann hat er sich das Spiel aufgehängt. So. Also geht es jetzt schon mal weiter, ohne das, ohne Wissen meinerseits. So, dann. Theben würde zwar viel Gold bringen, aber wir würden ihm auch sehr viel Gold bringen mit plus 8. Deswegen ist es jetzt nicht so ideal. Da ist Tenochtitlan besser. Na ja, komm. St. Petersburg wäre auch nicht schlecht. St. Petersburg bekommen wir auch Wissenschaft. Und dann noch wieder ein Stadtstaat, damit wir ein bisschen an ne, Einfluss gewinnen. Sagen wir, keine Ahnung, Vatikanstadt ist nicht weit entfernt. Nehmen wir Vatikanstadt. Okay. Nächste Runde. Ja gut, 6 Gold pro Runde für Kakao ist schon cool. Ja komm, nehmen wir. Weil Zufriedenheit brauchen wir so nicht wirklich. Ja, Stadt wird religiös, aber Religion ist mir so ziemlich egal. Zucker für Saison angebunden. Heißt das, dass Ile Ife Zucker hatte oder wie? Nee. Dann haben wir irgendwo Zucker. Erobert. Also erobert. Angebaut irgendwo. Aber wo? Muss hier irgendwo sein. Oder auch nicht. Wo sind denn unsere Bauernheiten? Hier ist aber kein Zucker. Hier ist auch kein Zucker. Ah, jetzt switche ich immer zwischen denen her. Hier ist Kohle. Boah. Schauen wir mal trotzdem so. Nee. Oder bin ich trotzdem mit irgendjemandem verbündet? Nee. Ich habe irgendwo Zucker her und ich weiß nicht wo. Egal, solange ich es habe, ist mir das egal. So, ich kann eine Politik einführen. So, Wirtschaft habe ich fertig. Ich meine. Ich meine. Also. Bis zur Ideologie dauert es nicht mehr lange, weil da brauche ich praktisch nur 3 Fabriken bauen und wahrscheinlich habe ich es bald mit Gangsu. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Fabriken ich schon habe, aber ich glaube, das dauert halt nicht mehr lange. Ich kann es aber nicht speichern. Ich meine, es gibt so eine Option, wo man Sozialpolitiken speichern kann, aber die habe ich nicht eingestellt. Und jetzt muss ich praktisch etwas nehmen. Ja, dann hilft's nichts. Ich nehme einfach Rationalismus. Einfach mit die Wirtschaft an. Ah, Wirtschaft, die Technologie angekurbelt wird und somit ich schneller in mein
Militärbaum weiterkomme. So, hier ist anscheinend auch kein Papa mehr. Deswegen geh du mal zurück nach Attilas Hof, damit wir in diesem Bereich auch mal eine Truppe haben. Gut, nächste Runde. Wellington ist zornig. Ja. Ja, Wellington ist da oben. Die interessieren mich nicht. So, Amsterdam. Was bauen wir in Amsterdam? Keine Ahnung. Sollen wir eine Fabrik bauen? Ach komm, sicher. Jetzt haben wir wieder genug Kohle, weil wahrscheinlich hier das fertig wurde. Nein, doch nicht. Das heißt, da kommt jetzt noch mehr Kohle in die Taschen. Aber ich hoffe doch, dass Gansu bald mal hier die Minen fertig bekommt. Das wäre mal wirklich cool. So. Die einen wollen Naturerbstätten wie ich und die anderen Kulturerbstätten. Ja, ist klar, dass Ramses Kulturerbstätten will, weil er dann plus 3 Kultur für jedes Weltwunder bekommt. Da wird er dann wahrscheinlich auch gewinnen mit 10 Abgeordneten. Aber ich mach mal all meine auf Naturerbstätten. Vielleicht funktioniert das auch. Okay, nächste Runde. Habe ich es vergessen. Ich will die Kontrolle über Ur. Naturerbstätten gescheitert. Ägypten und Spanien haben gegen mich gestimmt. Warum auch immer. Ja, zumindest Kulturerbstätten sind bei ja. Ich meine, ich habe ja nicht viele Wunder, aber bekomme ich, naja, ich habe 150. Bekomme ich zumindest ein bisschen Kultur dazu. So. Machen kann ich nichts, deswegen nächste Runde. Okay. Bis zur Heilung verschanzen. Nächste Runde. Okay, und jetzt müssten auch die Vorschläge für den nächsten Weltkongress fertig sein. Weltreligion, orthodoxe Kirche und Luxus gut verbinden, Elfenbein. Elfenbein wäre schon schade, weil, naja, so viele habe ich zwar nicht, aber immerhin habe ich eins. Ich kapiere auch den Sinn dahinter nicht, dass man ein Luxusgut verbietet. Ja, was bauen wir in Attilas Hof? Am liebsten ja eine Universität, aber dazu. Ja, komm. Guangzhou. Wo ist Guangzhou? Also, das ist eine chinesische Stadt. Wo ist die Universität? Hier. Kaufen wir mal. So, und weil das sowieso ein Projekt braucht. Machen wir einen Hafen. Das ist unsere einzige Hafenstadt, oder? Ja. Oder ist die ja auch eine Niederlande? Ja, hier sind ein paar jetzt dazugekommen. So, um den Attilas Hof, Universität von Oxford. In Gansu machen wir ein Aquädukt. Nächste Runde.